Heute haben wir 9 Jahre harter wissenschaftlicher Beweise, die die Theorie der Regierung über die Ereignisse des 11. September widerlegen. Und trotzdem sind sich die Menschen entweder gar nicht darüber bewusst, dass diese Informationen existieren, oder sie weigern sich, diese Informationen zu betrachten. Dann stellt sich die Frage, warum? Warum ist es für viele Menschen so schwierig, sich diese Informationen anzuhören? Durch meine Arbeit denke ich, dass es nachlässig wäre, das Ganze nicht auch in Bezug auf die Traumatisierung zu betrachten. Wie wir wissen, wurden die schrecklichen Ereignisse des 11. September auf der ganzen Welt live übertragen. Wir wurden Augenzeugen dabei, wie fast 3000 Menschen getötet wurden. Warum wehren sich Menschen gegen Informationen, die zeigen, dass die offizielle Geschichte des 11. September nicht wahr sein kann? Ich habe festgestellt, dass jeder Mensch ein Weltbild hat. Dieses Weltbild wird normalerweise größtenteils von der Kultur geformt, in der wir aufwachsen. Wenn wir Informationen hören, die sich nicht mit unserem Weltbild vereinbaren lassen, resultiert das in einer Unsicherheit, die Psychologen kognitive Dissonanz nennen. Bezogen auf den 11. September haben wir dort die offizielle Geschichte, wie sie uns die Regierung erzählte und wie sie von den Medien immer und immer wieder wiederholt wurde, dass 19 Moslems uns angegriffen haben. Auf der anderen Seite haben wir Wissenschaftler, Forscher, Architekten und Ingenieure, die uns zunehmend über Indizien informieren, die zeigen, dass die offizielle Geschichte nicht wahr sein kann. Wir verlieren dadurch in gewisser Weise unsere Sicherheit. Wir fühlen uns dann verletzlich und sind verwirrt. Die Wahrheitsbewegung stellt einige der fundamentalsten Glaubenssätze über unsere Regierung und über unser Land in Frage. Wenn dein Weltbild angegriffen wird oder wenn du mit widersprüchlichen Informationen konfrontiert wirst, entsteht kognitive Dissonanz. Die Wahrheitsbewegung stellt unseren Glauben in Frage, dass der Staat uns beschützt und dass Amerika die moralische Oberhoheit hat. Wenn dein Weltbild angegriffen wird, entstehen Furcht und Unbehagen. Im Gegenzug beschützen uns unsere psychologischen Verteidigungsmechanismen vor diesen Emotionen. Verleugnung, der wahrscheinlich primitivste Verteidigungsmechanismus, wird in den meisten Fällen aktiv, wenn unser Weltbild in Frage gestellt wird. Amerika ist eine mächtige Nation. Sie wurde nie angegriffen. Wir waren selbstbewusst, wir fühlten uns sicher und urplötzlich änderte sich das alles. Die Menschen wurden ängstlich durch all diese Gerüchte und Nachrichten. Sie wussten nicht, was sie glauben sollen, und so eine Situation ist sehr unangenehm. Und irgendwann machen wir dann einfach dicht. So wie ein Computer gewisse Informationen nicht verarbeiten kann, passiert das auch mit unserem Verstand. Es wird zu viel für uns und wir machen dicht. Es ist leichter, Dinge zu ignorieren und einfach wie gehabt weiterzuleben. Wozu manche von uns neigen, ist Informationen, die die ursprüngliche offizielle Version der Geschichte in Frage stellen, schlicht abzustreiten, um unser psychologisches Gleichgewicht zu bewahren. Eine andere Möglichkeit wäre, sich widersprüchliche Informationen anzusehen, aufrichtig und offen zu sein und die Sache von mehreren Seiten zu betrachten, um dann zu eigenen Schlussfolgerungen zu gelangen. Wenn wir uns unser Weltbild als mentales und emotionales Zuhause vorstellen, kann vermutlich jeder verstehen, dass wir alles tun würden, um unser Heim und unsere Familien zu verteidigen. Das kann ich bei Menschen beobachten und so verhielt ich mich auch selbst, als mein Bruder zum ersten Mal mit mir darüber sprach, nach dem Motto, lass mich in Ruhe, lass mein Heim in Ruhe und reiß mich nicht aus meiner Komfortzone. Etwa eine Woche später las ich einen ausführlichen Artikel von Professor Griffin darüber, warum er glaubt, dass die offizielle Geschichte des 11. September nicht wahr sein kann. Es war ein sehr gut recherchierter Artikel. Ich saß da in meinem Büro und mir drehte sich der Magen um. Ich dachte, ich würde wirklich krank werden. Ich stand dann schnell auf und rannte nach draußen und unternahm einen sehr langen Spaziergang und brach buchstäblich zusammen. Ich verstehe jetzt, dass in diesem Moment meine Vorstellung davon, dass meine Regierung mein Beschützer wäre, fast wie meine Eltern, zusammenbrach. Es fühlte sich an, wie allein in der Wildnis ausgesetzt worden zu sein. Ich glaube, das kommt meinem Gefühl von damals am nächsten. Ich heulte und schluchzte und ich fühlte mich, als wäre mir der Boden unter den Füßen weggezogen worden.
Und irgendwann während dieses Spaziergangs dämmerte es mir, dass ich aktiv werden musste und andere Menschen darüber aufklären musste, auch damit ich meine eigene Integrität bewahren konnte. Ich musste etwas unternehmen. Ich konnte das nicht einfach auf sich beruhen lassen. Hier sind ein paar spontane Reaktionen von Menschen, die mit Informationen konfrontiert wurden, die die offizielle Version des 11. September in Frage stellen. Ich möchte die Wahrheit nicht wissen oder ich würde zu negativ werden und es würde psychologisch mit mir bergab gehen. Ich weiß nicht, ob ich das wissen will. Wenn das wahr wäre, dann würde plötzlich alles auf dem Kopf stehen. Mein Leben würde nie mehr so sein wie vorher. Ich weigere mich zu glauben, dass so viele Amerikaner so verräterisch sein können. Irgendjemand hätte das Schweigen gebrochen. Aber dies sind Glaubenssätze und keine wissenschaftlichen Fakten. Diese Glaubenssätze hindern uns daran, empirische Beweise zu untersuchen. Es gibt empirische Menschen, die einfach sagen, sehen wir uns die Beweise an und wenn sie überzeugend sind, ändere ich meine Meinung. Dann gibt es paradigmatische Menschen. Sie haben ein Paradigma. Sie sagen, so und so funktioniert die Welt, ich bin mir dessen ganz sicher. Wenn gewisse Informationen über den 11. September nicht in Ihr Paradigma passen, schauen Sie sich diese Informationen gar nicht erst an. Und dann gibt es da noch die Menschen mit Wunschdenken, ängstlichem Wunschdenken, wie ich es nenne. Sie glauben einfach nichts, was ihnen Angst machen würde, wenn es wahr wäre. In meiner Erfahrung ist das der häufigste Grund dafür, dass Menschen neue Informationen rund um den 11. September ablehnen, beziehungsweise sich diese Informationen gar nicht erst ansehen. Wann immer wir sagen, ich weigere mich zu glauben, können wir sicher sein, dass die Informationen, mit denen wir konfrontiert sind, für uns unerträglich und nicht mit unserem Weltbild vereinbar sind. Durch Verleugnung schützen sich Menschen vor diesem Unbehagen. Als ich über diese Reaktionen nachdachte, erkannte ich, dass sie alle die Emotionen der Furcht gemeinsam haben. Menschen haben Angst davor, schief angesehen zu werden oder ihre Stellung in der Gruppe zu verlieren. Sie fürchten sich davor, dass ihr Leben ungemütlicher werden könnte und davor, dass sie ihr Leben ändern müssten. Sie sind verwirrt und haben Angst davor, dass sich ihr psychologischer Zustand verschlechtert. Sie fürchten sich davor, sich hilflos und verletzlich zu fühlen. Sie befürchten, dass sie nicht mit den aufkommenden Gefühlen umgehen könnten und keiner von uns will sich hilflos oder verletzlich fühlen. Also verteidigen wir uns und oft tun wir das mit Wut. Wir werden wütend. Dann regen wir uns auf, wir sind beleidigt und machen uns über den Überbringer dieser Informationen lächerlich. Wir wollen ihm eine krankhafte Störung unterstellen und ihn zensieren. Heilung kommt, indem man der Wahrheit ins Auge sieht, sie erfährt und Gefühle zulässt. Wenn dann Furcht entsteht, wenn man sieht, dass hinter diesen Ereignissen dunkle Elemente in unserer Gesellschaft stehen könnten und es anders sein könnte, als wir zunächst vermuteten, öffnen wir uns dem und untersuchen das. Wir lenken das Rampenlicht auf was auch immer passierte. Das ist der heilsamste Prozess. Die Deutschen taten das nach dem Krieg. Die Südafrikaner taten dies nach der Apartheid. Sich durch die Wahrheit auszusöhnen, ist der Weg zur psychologischen Aufarbeitung der Mythen und Lügen, die sich in der offiziellen Geschichte rund um dieses historische Ereignis ranken. Als Psychologe denke ich, dass wir die mit diesem traumatischen Ereignis verbundene Furcht am besten durch die Konfrontation mit neuen Informationen überwinden können. Das ist auch ein psychotherapeutischer Ansatz, schrittweise die Wahrheit im eigenen Leben aufzudecken und sich die Wurzeln von etwaiger Beklommenheit bewusst zu machen. Dies ist der therapeutische Königsweg. Eine der Möglichkeiten, ein Trauma zu verarbeiten, ist, Antworten zu finden. Deshalb halte ich es für so wichtig, eine umfassende Untersuchung zu haben.
zusammenzuarbeiten und die Wahrheit aufzudecken, egal wohin einen das führt. Genau das erwarten wir von unserer Regierung und von unseren Gesetzeshütern. Indem wir die Wissenschaft mit den Gesetzen verbinden, werden wir zu einer psychologischen Heilung der Pseudo-Erkenntnisse gelangen, die an diesem Tag gewonnen wurden. Um das Land zu sein, von dem wir glauben, dass wir es sind, müssen wir uns gewisse Dinge ansehen, die vielleicht nicht so sind, wie wir bisher vermutet haben. Nach dem Zweiten Weltkrieg ehrten die Juden die Toten, indem sie sicherstellten, dass die Wahrheit über sie verbreitet wurde und dass die Verdienste dieser Personen respektiert wurden. Die Wahrheit über den 11. September nicht herausfinden zu wollen, ist respektlos gegenüber den Opfern dieser Anschläge. Zu denken, dass wir über solche Dinge erhaben sind, dass so etwas woanders passieren könnte, aber nicht hier, das zeugt von einem Mangel an Demut, welcher auf Stolz folgt. Nicht fähig zu sein, unsere dunklen Seiten oder unsere Schwächen zu erkennen, ist extrem gefährlich. Die Beobachtung, dass Stolz ein fundamentaler menschlicher Makel ist, ist korrekt. Dies trifft besonders auf Amerikaner zu, da wir lange auf andere Nationen geschaut haben und sagten, oh, sie sind in so einer schlechten Verfassung, aber zum Glück haben wir solche Probleme nicht. Unsere politischen Führer würden niemals solche Dinge tun, wie damals in der Sowjetunion oder in Deutschland, in Japan oder anderswo. Diese Art von Stolz ist typisch für Amerikaner, die besonders aufgrund der Geschichte zu dieser Art von Hochmut neigen, dieser Wahrnehmung des Außergewöhnlichseins und dass Amerika eine so außergewöhnliche Nation ist. Das fing schon bei der Gründung an. Die Menschen sagten, es gab so viel Böses in Europa, so viel Betrug, so viele Lügen, so oft wurde das Volk von den Mächtigen ausgenutzt, aber nicht in Amerika. So much cheating, so much lying, so much using the people for the rulers' purposes, but not in America. Unsere Führer sind frei von diesen Sünden. Besonders deshalb haben viele Amerikaner Schwierigkeiten, die Ereignisse des 11. September zu begreifen. Jeder macht Fehler, aber unsere Ideale und Prinzipien führen uns wieder auf den rechten Pfad. Dies ist eines der entscheidendsten Ereignisse unserer Zeit. Wir müssen verstehen, dass Fragen zu stellen patriotisch ist. Kritisch zu sein, ist, was wir als Bürger tun müssen. Es ist unsere Pflicht. Wenn sich so etwas wie der 11. September ereignet, müssen wir sicher sein, dass wir eine echte Untersuchung haben, dass wir herausfinden, wer die Täter sind und dass diesen Tätern ein ordentlicher Prozess gemacht wird. Dies ist Teil des Heilungsprozesses, sowohl auf individueller als auch auf kollektiver Ebene. Wir brauchen die Wahrheit, um zu genesen.